Hey Leute, ich heiße euch mal wieder herzlich willkommen zu Let's Play Yu-Gi-Oh! World Championship 2010 Rebirth of Arcadia, dem Spiel voller geiler Dialoge. Und wir haben letztes Mal auch einen Dialog mit den Typen hier geführt und haben endlich den ersten Strukturdialog geschafft. Und ja, gehen wir gleich zum nächsten über, ne? Und da ich sehr faul bin, gehe ich einfach hier die Reihenfolge durch, ne? Curse of Darkness. Ah, lame Stack. Das sollten wir eigentlich hinkriegen, hoffe ich, wenn wir keine terrible Hand haben. Wir spielen Zombie Madness, das erste Zombie-Structure-Deck, was rausgekommen ist von, ich weiß gar nicht wie vielen. Ich glaube inzwischen drei. In dem Spiel sind aber nur zwei. So. Erster, zweiter, wir fangen an. Wir fangen immer an, weil keine Ahnung warum, aber wir fangen immer an. So, was haben wir denn so Feines? Na, okay, damit kann man doch was anfangen. Ah, wir dürfen noch. Heavy Storm, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, wir spielen erstmal den magischen Schleimer und setzen einfach mal die Pyramidenschildkröte hier. Das ist so die Sucherkarte, die habe ich ja schon mal so gesagt, dass jedes Deck irgendwie seine Sucherkarte hat. Die Sucherkarte fürs Deck. Ein magischer Schleimer, den wir hier verdeckt gespielt haben, da können wir einfach den Effekt irgendeiner Zauberkarte annullieren. Wenn wir eine Karte haben. Okay, für den magischen Hammer werde ich jetzt nicht die Karte schon aktivieren. Ich ganz vergessen, nee. Aber dass die immer magische Hammer First Turn haben. Oh. Jetzt bin ich ja gespannt. Was kommt? Riesenorg oder? Nope. Irgendeine Setcard. Fein. Ich dachte, die kriegen meine Pyramidenschildkröte zerstört. Oh. Kommt noch eine Set. Ah, oh, schade. Ich dachte mindestens noch eine Setcard, dann hätte ich auch den Heavy Storm hier verwenden können. Zwangsjäger, cool. So, was? Ich aktiviere den Heavy Storm trotzdem. Mein magischer Schleimer ist eh lame. Scheiße. No! Crush Card Virus. Das ist jetzt schlecht. Stealth Bird. Gut, dass der im Friedhof ist. Nein, meine Pyramidenschildkröte. Ach ne, die bleibt. Gut. Aber meine anderen zwei Monster auf der Hand sind am Arsch. Fuck. Das war jetzt doch nicht mehr so gelohnt, wie ich dachte. Oh. Oh. Wow. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich wirklich den Effekt von regenerierende Mumie angewandt habe. Wenn diese Karte durch einen Karteneffekt deines Gegners von deiner Hand auf den Friedhof gelegt wird, in dem Fall ist ja das Crush Card Virus, gibt diese Karte auf deine Hand zurück. Genial! Also, das ist wirklich das erste Mal, dass ich das verwandt habe. Das Crush Card Virus, man muss dafür irgendein Finsternismonster mit 1000 oder weniger ATK opfern. Dann kann man, glaube ich, alle Monster mit, ich weiß gar nicht wie viel, nein, nicht die Liste, 1500 oder mehr zerstören. Das ist schon übel. Aber die regenerierende Mumie ist halt zurückgekommen, deswegen stehen wir jetzt gar nicht so schlecht da. Wir hätten auch mit dieser Karte hier unseren anderen Zombie, den wir auf der Hand hatten, den Kyonshi Meisel zurückholen sollen können, aber das bringt's, finde ich, nicht so sehr gerade. Weil Kyonshi Meister ist lame. Kann ich dazu nur sagen. Vielleicht können wir noch irgendeine sinnvollere Kombo damit machen. So, ich spiele noch das Zwangsevakuierungsgerät. So, verdeckt und ja. Seht ihr, das läuft auch schon wesentlich besser. Ach, übrigens, das Crash Card Virus, das hält noch ein paar Runden. Das heißt, das überprüft auch noch die Karten sozusagen, die wir ziehen. Die nächsten Runden. Ist unwahrscheinlich, dass wir demnächst noch ein Monster rauskriegen, noch ins Extra. Sei denn, wir es irgendwas mit weniger als 1,5. Wo es ja auch Karten gibt, das ist vielleicht noch eine Pyramidenschildkröte oder so, wäre nice. MST, okay. Von mir aus. Ich hab da jetzt überprüft. Und MST mir einfach mal seine Verdeckte, auf dass er keinen Vorteil aus seiner Backrow ziehen kann. Ah, dunkle Spiegelkraft.
Also, was macht die überhaupt? Du kannst diese Karte nur aktivieren, wenn du den Gegner angreifst. Entferne alle, die sich in Verteidigungsposition befinden. Wow, da habe ich ja so viele. Guck, meine Monster sind voll in Verteidigungsposition. Ist ja unglaublich, ne? Ich greife mal mit der regenerierenden Mumie an. Ich weiß ja nicht, ob da irgendeine Heide. Ah, Spirit Reaper. Scheiße. Na, jetzt können wir uns aber anziehen. Ja. Jetzt können wir aber ewig warten. Spirit Reaper, ich weiß gar nicht, hat den irgendjemand schon mal gespielt in dieser Serie? Keine Ahnung, auf jeden Fall kann er ne, durch Kampf zerstört werden. Da ich bis jetzt nur irgendwelche angriffsfreudigen Monster hier habe. Ne, ich muss jetzt irgendwas ziehen, was den durch einen Effekt zerstören kann. Wow, Ruf der Mumie. Das ist eine sehr tolle Karte, nur bringt sie mir gar nichts, wenn ich Monster auf dem Feld habe. So, jetzt muss ich schon wieder beenden, weil ich an dem Spirit Reaper nicht vorbeikomme. So, jetzt ist das Duell wieder ganz schön unentschieden. Jetzt kann ich irgendwas Imba ziehen, also so lange Imba Sachen ziehen, bis ich mal an dem Spirit Reaper vorbeikomme, aber scheint sie nicht. Komme und dann kann sie das Duell ganz leicht wieder drehen. Boah, nö, Adliger der Auslöschung. Geht nur auf verdeckte Verteidigungsmonster. Okay, ich sammle auch ein paar Karten in meiner Hand, die ich vielleicht mal benutzen kann. Ah, eine Setcard. Die werden wir gleich mal zerschießen mit Adliger. Ich hoffe nur nicht, dass es irgendwas ist, was auch in meinem Deck ist. Aber ich bezweifle es. Würden wir hier gegen das... Top der Gier. Aktivier mal gleich mal. Nom nom nom, Top der Gier. Dark Dust. Okay, damit könnten wir uns einen ordentlichen Vorteil verschaffen hier. Wisst ihr was? Ich mach das. Ich opfer jetzt, was weiß ich, ist egal, was ich opfer. Den Effekt von Pyramidenschildkröte kriege ich eh nicht auf. Ich aktiviere jetzt den dunklen Staubgeist, der, wenn er beschworen wird, ganz viel zerstört. Hier, meine regenerierende Mumie zerstört. Der Spirit Reaper wird zerstört. Und leider nicht die Verdeckte, aber dafür haben wir ja das hier noch. Den Adligen der Auslöschung. Der ein verdecktes Monster zerstört und gleichzeitig noch alle Kopien davon im Deck. Also in meinem Deck und sowohl im Deck des Gegners. Und jetzt kann ich mal sein Deck einfach so angucken, um nachzuprüfen, ob er wirklich keine Maske der Finsternis mehr hat, aber das muss jetzt nicht sein. Mit dem Deck werden wir auch noch spielen und ich werde es hassen, weil das Deck Mist ist. So, gehen wir noch schön in die Battle Phase. Nope. Und da der Dark Dust Spirit, Dark Dust Spirit ist da sogar. Spirit ist, kommt dann eine Endphase zurück auf meine Hand. Das bedeutet, ich habe kein Monster mehr auf dem Feld. Was aber nicht so schlimm ist, bedenkt man, dass ich nächste Runde dann Ruf der Mumie ausspielen kann. Mit Ruf der Mumie dann einfach das der Bossmonster des Decks holen kann, nämlich Verzweiflung unserer Finsternis, die satte 2,8 zu 3000 hat und gleich mal das Spiel gleich für uns gewinnen wird. Das sehen wir schon, also Zwangsübergrün. Na, haben wir schon auf dem Feld, boah. Seht ihr, ein Schrucki-Duell kann auch gut laufen. Ich meine, wir müssen immer so aufpassen, dass der Gegner irgendwie ein Mülldeck hat, so wie das hier. So scheiße dann, wenn wir selber mit diesem Mülldeck spielen müssen. Oder wir hatten einfach halt ein Imba-Deck. Natürlich kein Vergleich. Jeder weiß, welches Deck damals besser war. Also, von den. Die sind jetzt so simultan rausgekommen. Jeder wusste, dass Zombie besser ist. Weil Zombie einfach immer Karten hat. Mit halt mehr von den Karten in dem Deck was anfangen kann, als mit irgendwelchen Elementardrachen, für die man nicht mal Feuer und Wind zusammen hat. Oder irgendwelche Drachen Level 3 und dann. Oder Karten, wo man sich Level-Monster aus dem Deck suchen kann. Aus dem Friedhof auf die Hand holen kann, obwohl man nicht mal Level hat. Level-Monster im Friedhof hat. Und die kriegt man zweimal auf der Starthand. Müll. Du hast echt was drauf. Ja, ich weiß schon nicht mehr, wie ich es gesprochen habe. Es ist ja scheinbar ein Vibe-Nini. Ihr habt drei verschiedene Stack.
drei verschiedene Decks. Wir haben schon zwei, kommt das dritte, ist das Blaze of Destruction, gegen das wir schon mal gespielt haben, und Warriors Triumph. Ah, so hieß das. Ich habe heute in der Schule diskutiert mit dem einzigen, der meine Let's Plays guckt, ob das Zwillings-Deck, gegen das wir als erstes gespielt haben mit dem Drachendeck, Warriors Strikes, oder ob das doch das Warriors Triumph war, gegen das wir jetzt spielen. Aber es hieß Warriors Triumph, das hier, und das andere ist Warriors Strike. Wenn ich es jetzt mal klarstellen will. Das Rand ist auf jeden Fall interessant. Wir haben auf jeden Fall Stufenbeschränkungsgebiet B, was eine hübsche Karte ist. Besonders, da wir auch ein Monster mit nur Stufe 3 haben. Nehmen wir mal genug Gegenfeuer. Und dann spielen wir eine Feldzauberkarte. Wir haben auch mal eine Feldzauberkarte, nämlich Geschmolze Zerstörung. In den letzten zwei Decks war keine drin, aber jetzt haben wir auch mal eine Feldzauberkarte, die einfach den Angriff aller unserer Feuermonster erhöht, aber ihre Verteidigung sinkt. Das Problem ist jetzt... Warte mal, was haben wir gespielt? Gegen Feuer? Schlauchtruppe. Boah, wie ich kann fast meine ganze Hand in einem Zug loswerden. So, ich spiele einfach mal noch das Baseball-Kind. Wie viele ATK hat das jetzt? 1000. Boah, wir brauchen noch andere Monster. Stufenbeschränkungsgebiet B, wird bestimmt gleich sehen, was das macht. Oder? Obwohl, das Warriors Triumph hat auch ein paar Level 3er. Ja, genau den zum Beispiel. Scheiße. Puh. Genau das sollte nicht passieren. Warte mal, was kann ich denn da drauf aktivieren? Boah, Gegenfeuer. Na, okay, von mir aus. Scheiße, ist unser Baseball-Kind gleich down. Also Stufenbeschränkungsgebiet B bringt alle Monster, die Stufe 4 oder höher sind, in Verteidigungsposition, sodass sie per se nicht angreifen können. Problem ist jetzt, dass er kleiner und Stufe 3er gespielt hat, der doch noch stärker ist als meins. Und jetzt er damit einmal angreift. Das finde ich aber nicht so toll. Kacke. Ah, da ist meine schöne Hand vom Anfang gleich versaut. Naja, vielleicht kriegen wir irgendwelche Karten, mit denen wir einfach mauern und die wegburnen können. Das könnte auch sein. Wow, was wird das für eine geile Falle sein? Wird es königlicher Erlass sein? Oder Kettenexplosion? Ich glaube, mehr Fallen sind gar nicht in dem Kriegerstrucki drin. Boah, Fuchsfeuer! Was ist bisher aus dem... Boah, ist das eine geniale Karte? Ich sag euch. Das ist ja immer das Viech. Fuchsfeuer. Boah, genial. Einfach nur geil. Nicht wirklich, nein. Aber vielleicht können wir damit eine Zeit lang mauern. Oh Gott, Verstärkung für die Armee. Hoffentlich ist er so blöd und sucht sich irgendwas mit Stufe 4 oder höher. Nein, ich will denn. Was haben wir überhaupt verdeckt? Ich hab's schon wieder vergessen. Gut, das ist Stufe 4. Fein. Ich weiß gar nicht mehr, was wir verdeckt haben. Hallo, ich würde gerne noch mal kurz... Ach so, Staubtornado. Ah. Nein, Truppen im Exil. Scheiße. Jetzt ist gleich mein ganzer Fuchsfeuer hier sinnlos. Was soll ich denn da großartig hinzufügen? Der Staubtornado. Ja, damit kann ich seinen komischen Verdeckte zerschießen. Aber die hebe ich mir lieber auf, da das Deck viele Ausrüstung spielt. Dass da vielleicht sinnvoller ist, irgendeine Ausrüstung zu zerschießen, als die Verdeckte dort, die vielleicht irgendwie eine Kettenexplosion ist, die sinnlos ist. Mhm. So einfach ist das. Und noch eine Setcard. Um wie viel wollen wir wetten, dass das der Goblin-Angriffstrupp ist? Aber ich will eigentlich... Wenn wir nicht ordentliches ziehen, muss ich Ärmung über verdammt... Mhm. Alter, also so eine Karte braucht man in dem Deck eigentlich überhaupt nicht, ne? Ist da was? Ich benutze es eher um der Verdammten, um dem scheiß Dingen loszuwerden, damit er uns eine Knockdown haut. Weil es nicht so funktioniert, wie ich will. Ja, weg damit. Ach ja, Trap Jammer. Ja, hätte ich doch mal den Dust Tornado. Oh.
Oh Mann, oh. Jetzt stehe ich mit keinen Handkarten. Das sieht schon wieder schlecht aus hier für uns. Wisst ihr, hätte ich einfach mal die Karte zerschossen. Aber nee. Nee, ich wusste ja, dass das... Ich wollte mir ja für irgendwelche Ausrüstungszauberkarten aufheben, die... Noch erinnern! Ja. Ich glaube, wir haben abgedankt. Wenn wir jetzt nur irgendwie eine Mirror Force, die glaube ich nicht in diesem Deck ist, ziehen. Dann haben wir abgedankt. Ist vorbei jetzt gleich mit uns. Und auch die Folge ist gleich vorbei, aber ich will mal noch meine Draw Phase abwarten, um zu gucken. Boah, der Goblin-Angriffstrupp, der bringt dir jetzt eine Menge. Aber Silderich hatte recht. Und da kommt unser Gebiet B dazwischen. Geschmolzene Zerstörung. Geil. Finde ich gut. Genau die haben wir jetzt nochmal gebraucht. Bis zum nächsten Mal.